So, bevor das eigentliche Video beginnt, wollten wir jetzt nochmal was ansprechen, was da gerade in NRW und Rheinland-Pfalz so passiert. Das sind ja auch sehr schlimme Sachen und man hört es ja auch überall in Nachrichten. Und da wollten wir jetzt erstmal ein bisschen was von der Seele reden, weil das wahrscheinlich nicht nur ein kurzes Problem ist, sondern ein längerfristiges Problem. Darum melden wir uns jetzt kurzerhand noch mal aus dem Mähdrescher. Wir wollen auf die ganze Sache da noch mal aufmerksam machen. Da unten wird wirklich Hilfe benötigt und wenn man selber nicht mit anpacken kann, helfen kann, dann sollte man wirklich, wenn man es sich leisten kann, spenden. Ja? Sei es finanziell, aus unserer Sicht zum Beispiel Futter, wenn man genug Futter über hat, genug Stroh über hat, das wird da unten gebraucht. Die Maschinenringe da unten organisieren das da und zurzeit sind erstmal, ich will jetzt nicht alle sagen, aber da unten die Sammelstellen sind erstmal gut bestückt und es wird nichts benötigt, momentan. Aber das wird ein langfristiges Problem sein, da beratschlagen wir uns mit mehreren, zum Beispiel mit Hey Ben, der kümmert sich da organisiert viel. Ja, zum Beispiel Stadt Aachen ist mit der Witte in der Partnerschaft und die haben jetzt auch ein Spendenkonto errichtet, aber eingerichtet, dass man da den Leuten auch finanziell unter die Arme greifen kann. Und ich finde das ganz wichtig und wirklich, wer sich leisten kann, das Problem ist nicht im halben Jahr gelöst. Das wird wahrscheinlich noch länger dauern. Und die Leute sind da auf Hilfe angewiesen. Das wollten wir noch dazu sagen. So, und wer wirklich helfen möchte, wir haben unten in der Videobeschreibung den Link reingepackt. Dort könnt ihr draufdrücken und spenden. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. So, herzliche Grüße aus dem Pent mit der Scheibenecke. So können wir euch halt auch noch uns ein bisschen zeigen, weil wir ein schönes Licht haben. Boah, wir können ja immer blinken. Schön, warm. Hallöchen, wir zeigen euch heute nochmal den Pent und wünschen euch viel Spaß dabei. Ich habe noch nicht ganz so durchschaut, ob das hier alles freigeschalten ist, ob das ein freies Signal ist hier, nicht, dass wir hier noch nachträglich schön Cash hinlegen können, ja? Das wäre doof. Das wäre schlecht. Aber auf jeden Fall, erstes Fahrgefühl ist schon mal schon sehr schön. Also ich habe noch hier ein Stück Butter eigentlich. Sehr gut? Ja, sehr gut. Oh, das ist sehr schön. Sehr gut. Ja, wir haben ja heute auch noch mal gedroschen. Und die Kiste muss dann ja natürlich auch ausgepustet werden. Habt ihr ja natürlich schon gesehen. Ja, das ist jetzt der Vorteil so an moderne Landtechnik, wa? Da kann man sich nämlich schön frisch duschen, draufsetzen. Klimanlage, Radio, der Sitz ist auch einwandfrei. Ja, das ist wie vor der Glötze eigentlich. Ohne Mist, ja, man wird nicht so dreckig, je nachdem was man macht. Jetzt bei der Scheibe hier, da kann eigentlich nichts Gravierendes passieren, ja. Aber ich sage ganz bewusst eigentlich, weil, ja,
meist, wenn man sowas sagt, passiert was. Nein, ich muss mal ein bisschen hochheben hier, den Kumpel hier. Wird gerade ein bisschen schlecht für unsere Scheibenegge. Oder beim Video Grünland, erster Schnitt, wo jemand kommentiert, dass das hier der reinste Sandkasten ist. Naja, hat er recht. Also es ist wirklich hier so sandig, so sandig, dass in sofort eigentlich die Scheibe eh versandet, wenn man da nicht richtig aufpasst. Also hier können wir auch nicht in eine tiefen Einstellung fahren, weil sonst ziehen wir hier riesen Dreckberge hinterher und das ist alles ein bisschen schlecht. So, wir machen mal ganz bewusst das Licht an. Fahren noch mal schön in eine Spur rein hier. Oh, der fährt sich so weich. Also es ist wirklich eine Nuss. Wie er sich freut. Ja, aber ich bin ja eigentlich so der Johnny-Kamerad. Das stimmt. Aber mir ist es halt egal, was hier für eine Marke übers Feld rollt. Hauptsache, er rollt und macht seine Arbeit zuverlässig. So, ihr seht jetzt ganz recht, ich fahre jetzt nicht mehr. Weil du nimmst mal die Kamera jetzt her. Jetzt fährst du. Ja? Jetzt fahre ich. Dann müsstest du aber aussteigen, ja, weil hier drinnen Fahrerwechsel machen ist sehr. Also, ich würde das schaffen. Ja, ich aber nicht. So, freust du dich? Ja. Seit langem mal wieder. Wirklich so schön beleuchtet. Also das sind schon Welten, das muss man schon mal sagen. Oha. So. Muss ich dich das auch noch erklären, ne? Ja, ich würde am liebsten erstmal den Sitz nach vorne machen. Da musst du ganz unten drunter greifen und dann nach vorne fahren. Hä? Dann geht's schon los. Das kriege ich immer nicht hin. Bei keinem Trecker. Ja, weil du halt auch eine Feder bist. Was soll da kommen? Ich find's nicht. Hier unten. So, hier, hast du es? Ja. Super. Boah, die macht nur Schaden an den Drücken. Den müssen wir wohl zurückgehen, das weißt du. Drücke mal richtig. Oh. So. Super, und da musst du unten drauf treten. Schon eingestellt, wie es haben will. Das zerfährt sich doch das Beschissen. Warum? Ja, mache was du möchtest. Ja. Ja, die ganzen Viecher gleich, du machst im Sommer das Licht an. Oh, diese ist aber schlimm, ey. So, also, Handbremse ist hier. Der Knauf, uh-huh. Ist wie beim LKW. Ich ja? Bin noch nie gefahren. Also, das jo. Kann ja wohl eine Frechheit sein, ja? Ja. So, ihr zeigt ja uns schon der Display an. Pfeil nach vorne und Pfeil nach hinten. Hier können wir unsere... Das ist praktisch unser Wahlhebel. Bei Johnny ist das dieser, den man so schön anfassen kann. Den musst du jetzt nach vorne schieben. Erstmal die Bremse lösen. Hammer. Wie geht das? So. So. Genau, siehst du, der rollt schon. Du brauchst noch nicht aufs Gas, der bleibt stehen. Ja, ich drücke auch die Bremse gerade. Nee, brauchst du nicht. Achso. So, jetzt nach vorne. Nach vorne einfach so. Zack. Antippen, gut. War jetzt schon? Ja, das war schon. Okay. So. Der Ackerschiene. Beziehungsweise Unterlenker ist das blaue da hinten, da mit dem V. Das hier? Ja, genau. Kannst du hier mal ausprobieren. Ja. Bisschen hoch. Oh. Super. So, und da haben wir dann gleich nochmal, nimm mal bitte deine zarte Hand weg, dieses Drehrädchen. So, und da kann man dann auch nochmal die Tiefe einstellen. Wir fahren jetzt gerade so auf Einstellung 5. Das erkennt man. Weil das auch ziemlich sandig ist und die muss ja nicht unbedingt tief reingehen. Ja.
Also hier ist die KMH. Ja? Du hast ja jetzt schon eingestellt, jetzt brauchst du bloß das Gas treten. Aber bitte Scheiben eher runter machen, wenn wir fahren. Ne? Kann ich schon. Ja, das kannst du machen. Du brauchst ja eigentlich bloß immer antippen, der jeder auf der Einstellung. Okay. Ah ja, das ist schlau. Das ist. Jawohl. So, und jetzt fährst du, sag ich mal, wir können so um die 12 km/h. Wenn du 9 km/h fährst, ist es auch nicht schlimm. Also zwischen 9 und 12 sollen wir haben. Da kannst du ruhig das Gas treten. Feines Ding ist, ich bin auf dem Acker noch nie ohne GPS gefahren. So richtig. Das siehst du mal, so fängt Trecker vorne erst an. So fängt GPS an. Ist ja nur im Fahrersitz sitzen. Jawohl, und schöne Ziel. Eigentlich passt der Trecker genau daneben. Du musst halt so auf Kante fahren mit Rad. Mach ich doch. Ja. Ja. Ja, müsste eigentlich. So, jetzt siehst du sie auch nicht mehr, weil ich die Kamera davor halte. So, jetzt fährst du zum Beispiel 9,7, wa? Ja, du fährst 9 Gamma. Jetzt kann man den Hebel so machen. Jetzt kannst du runterfahren, Jas. Jetzt hält er das. Ja. So. Kannst jetzt aber ein bisschen mehr Jas hier haben, Wolle. So. Und dann ist das auch Wolle raus. Ja? Ja. Du kannst auch ruhig hier durch den Rücken fahren, das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht das Spiegelbild. Kannst du raus. Kann nicht drauf fahren, dann machen wir es eh kaputt. Wir machen es eh kaputt. Und es fängt an zu regnen. Also wenn das hier mehr wird, dann fahren wir natürlich muss rein. Dann nochmal zurückhaken. Genau. Ist das cool. Der fährt sich auch schön weich, wa? Warum bloß Jas hier, das ist einmal frei. Ich wollte ja schon immer mal einen Fan fahren, schon immer. Ja, Fan hat sich ja sowieso ein bisschen angetan. Ja? Ja. An Johnny mag ich auch und Klaas mag ich auch. Oh, jetzt habe ich zu spät. Das ist nicht schlimm. Dafür haben wir ja Vorgewinde. Nee, eigentlich geht das noch. Ja? Ja. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie hier die Lara aussieht. Nicht zu streng. Nein. Nein. Also was ist das überhaupt für ein Trecker? Ja, ein Fendt. Ein 516er haben wir jetzt als Vorführung gekriegt. Also ich habe ja heute den ganzen Tag gedroschen. Ein paar schöne Körner verdroschen, ein paar Ähren. Oh. Ja. Und mein Vater hatte das Vergnügen heute auch schon mit dem Trecker und hat halt mit unserer Rundbeinpresse ein paar Strohballen eingepresst. Das hat eigentlich auch von, naja, vom Vormittag, ab da wo es ging, bis späten Nachmittag hatte dann auch die Presse dabei gehabt und hat dann gepresst. Wir waren mit dem Dreschen, wann waren wir denn fertig? Kurz vor 6, oder? Ja. Den Mähdrescher schnell ausgepustet und dann konnten wir uns das natürlich nicht nehmen lassen, jetzt noch mit dem rauszufahren. Ne? Wenn man den ganzen Tag nicht mitfahren konnte, dann wenigstens jetzt. Ey, cool, oder? Macht schon Spaß. Also das, was wir jetzt hier machen, wäre jetzt heute nicht mehr notwendig gewesen. Ich meine, das müssen wir sowieso machen. Aber das drängelt jetzt nicht. Wir sind jetzt auch nicht so in Dorfnähe. Klar, man sieht's, aber wir gehen jetzt so großartig hier keinen auf den Zopf. Ja. Also ich meine, man muss schon immer abwägen, wo es Sinn macht, wo nicht, wo man ein bisschen Zeit vielleicht hinfährt, aber manchmal lässt es die Zeit nicht zu, das Wetter nicht zu, man muss halt dann raus. Und ja, das ist für manche vielleicht ein bisschen ärgerlich, wenn manche Nachtschicht haben oder zeitig raus müssen, Kinder haben. Aber was wollen wir da machen? Ja, wir müssen halt, wie du im letzten Video schon gesagt hast, auch bloß unseren Job machen. Ja.
Eigentlich wollte ich ja heute auch ernst werden. Ich wollte gestern schon ernst werden. Ja, es ist hier nicht möglich. Es geht einfach nicht. Allgemein. Oh, ei, Alter, das Blitz hier. Ja, also heute haben sie auch voller starke Unwetter angesagt. Also wir werden hier nicht herausfordern. Auch einfach aus dem Grund, wir haben hier eine Vorführmaschine. Das ist halt nicht unser Eigen. Und die will man halt auch wieder in einen schönen Zustand zurückbringen. Und man weiß ja doch nicht, ob Haare kommt oder sowas. Ja, das stimmt. Muss man denn nicht riskieren. So lange fahren wir ja jetzt auch nicht mehr. Nee, das Stück ist ja eigentlich da zu Ende gleich. Könnte ich jetzt die ganze Zeit noch nicht fahren. Dann gehe ich morgen für dich auf Arbeit. Das will man nicht. Und die ganzen Scheinwerfer. Da draußen. Alter, hier sind, als du die Tür aufgemacht hast, oh, sind übelst viele Viecher jetzt drin. Also mich haben jawohl 50 Mücken gestochen. Ekelhaft. Oh, und auf den Finger. Super. Haben wir schon rausgefunden, wo hier der Scheibenschein geht? Ja, guck mal.
So, jetzt wieder herzlich willkommen aus der Treckerkabine. Ihr habt es ja schon mitgekriegt, wir haben ein Fendt 516er Vario. So, ja, und das unterscheidet sich ja jetzt schon wieder ein bisschen von John Deere. Ist erstmal eine kleine Umstellung und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, wir fahren erstmal los. Haben ja unsere Feststellbremse, die ist hier. Ja, ähnelt halt einer LKW-Bremse. Das sieht man hier so. Zack, kann man die lösen. Das ist unser Wahlhebel, den brauchen wir bloß antippen und dann bleibt der Trecker auch noch stehen. Der fährt erst los, wenn man aufs Gas tritt. Super. So. Wie ihr vielleicht auch hier schon sehen könnt, fahren wir mit GPS, also mit AB-Linie. Haben wir uns so ein bisschen ausgefuchst. Ja. War erstmal eine kleine Umstellung, man musste erstmal alles finden. Aber dann hat es geklappt. Und nun können wir schön fahren. Und das Schöne ist ja hier bei Fendt, man kann alles, also jede Taste, jede Einstellung, jede Funktion, die kann man hier überall unterlegen. Wir können halt diese hier mit mehreren Funktionen nochmal unterlegen. Das wäre jetzt für die Steuereinheiten hinten. Die haben ja auch alle eine Farbe, also für die Hydraulikleitung. Aber die können wir auch noch mal miteinander tauschen. Ja, wenn ich jetzt braun zum Beispiel hier oben an diesen Hebel haben möchte, geht das auch. Also ist halt eine schöne Spielkiste. Nee, also das macht ja schon einen Sinn, wenn man die ganze Zeit, sage ich mal, den Hebel hier in der Hand hat, ja, dass man dann die Funktion hier auch drauflegen kann. So, wir kommen jetzt an Feldrand, beziehungsweise das Vorgewende ist schon nah. Und jetzt haben wir zum Beispiel auf diese Knöpfe hier, wenn ich jetzt auf End drücke, dann haben wir halt das unterlegt, dass unsere Scheibe hier hochgeht. Ja, ist jetzt ohne Schweltbewegendes, weil es ist halt nur die Einstellung, dass Unterlenker hochgehen. Mehr ist es nicht. Das könnte man halt auch mit dem vorgesehenen, Knopf hier machen. Ja, das macht man hier. So, drückt man runter und dann geht hinten die Scheibenecke runter. Dasselbe geht natürlich auch wieder hoch. Weil wir jetzt aber mit GPS fahren, ja, müsste ich jetzt schon wieder zwei Knöpfe drücken. Das ist ein Knopf zu viel. Das wäre nämlich der hier, dieses schöne Lenkrad mit dem kleinen A drauf. Somit aktiviere ich hier mein Lenksystem, um das jetzt zu umgehen. Ja. Habe ich das jetzt einfach auf alles auf Go gelegt. Drücke ich jetzt hier drauf. Zack, da schaltet GPS ein. Und zwei Sekunden später geht unsere Scheibenecke runter. Und schon habe ich nur einen Knopf gedrückt und kann losheizen. Schön, wa? Ich bin übrigens auch kein Fendt-Experte, ja. Aber ich bin auch keiner, der sich, sage ich mal, jedes Mal irgendwelche Technikmagazine durchliest. Mache ich vielleicht nur, wenn heute eine Maschine da ist, die mich denn auch interessiert. Da bewege ich mich dann auch schon mal dazu und blättere da mal durch und lese dann doch den einen oder anderen Artikel. Aber ich beschäftige mich jetzt eigentlich nicht so richtig damit, dass ich hier sagen könnte, ja, die Funktion ist für das, das Getriebe arbeitet so, bliblablub. Was hier für eine Hydraulikpumpe verbaut ist, weiß ich jetzt auf Anhieb zum Beispiel auch nicht. Ja? Ja, aber so ein bisschen kann man halt was sagen, so vom Handling her. Ich finde es halt schön, dass man mit dem Hebel hier zum Beispiel alles machen kann. Ich fahre gerade noch mit Fußpedal. Wenn ich jetzt meine vorgesehenen km/h so beibehalten möchte, kann ich mit Tempomat fahren, mache einfach den Hebel hier, tippe den nach rechts. So, kann jetzt runter hier hin vom Jas und der hält die Temperatur, wollte ich schon sagen. Und hält halt die km/h-Zahl. Und ich kann das jetzt auch so machen, dass ich sage, mein Gaspedal möchte ich jetzt ohne Funktion haben. Ich möchte jetzt alles nur mit dem Hebel fahren. Ja? Dann mache ich das folgendermaßen. Hier ist wie so eine kleine Wippe drin. Und dann kann ich das hier nach vorne machen. Ich kann den Trecker schneller fahren lassen oder ich kann den somit schön runter nehmen. Das ist cool, oder? Ja. Kann ich auch nach vorne tippen und dann heizt er los. Somit kann ich hier oben mit dem Hebel fahren, das ist alles bequem.
darum macht das denn auch bei Fendt Sinn, dass man die ganzen Knöpfe hier beliebig unterlegen kann. Verschiedene Funktionen nochmal unterlegen, dass ich halt wirklich alles hier drauf habe. Es ist viel bequemer und ja, die Fahrt wird erleichtert und vor allem auch die Arbeit. Ist alles viel komfortabler. Ja? Also bei John Deere zum Beispiel, da hat man auch nochmal vier Einstellungen. Die kann man auch nochmal unterlegen mit mehreren Sachen. Zum Beispiel, dass die Drillmaschine jetzt runtergehen soll und da ist ja eine Kreiselhähe dran, dass die Zapfwelle dann automatisch, wenn ich das drücke, auch mit anspringen soll. Was bei John Deere nicht ist, die Lenkhilfe kann ich da nicht mit unterlegen. Also bei unserem 6R geht das nicht, dass ich dann auf diesen Knopf drücke, Maschine geht runter, geht an und das Lenksystem springt an. Das ist bei John Deere nicht. Lenksystem muss ich nochmal extern auch mit so einem kleinen Druckschalter da betätigen. Und so einem kleinen Knopf. Jetzt springt das an. Also hier sind schon ein paar Features dran. Das ist schon eine kleine Hausnummer. Vor allem, wenn man Fendt nicht gewöhnt ist. Ne? So, Fahrerwechsel. Ja. So, wir lösen jetzt hier den Hebel erstmal. Dann drücken wir hier nach vorne. So und go. Und schon geht die Reise los. Das ist so cool. Und heute ohne Lenken. Obwohl das komisch ist. Fühlt sich so leer an irgendwie. Leer? Ja. Ja, weil man nichts zu tun hat. Aber wenn du das den ganzen Tag machst, ist das schon mal entspannt, wenn man einfach nur da sitzen braucht. So, damit Emmy jetzt wieder leichter hinkommt, denn das ganze GPS-Geschehen, haben wir das halt so gemacht hier, ja. Sind halt jede zweite Spur reingefahren und jetzt hat sie schon mal einen schönen Anhaltspunkt. Weil unsere AB-Linien werden ja auf dem Display auch nochmal angezeigt. Und damit der Trecker das auch wunderbar erkennt, muss man halt nur schon diese Spurlinie reinfahren. Ja. Und nicht einfach irgendwo vor Event stehen bleiben. Und in der Hoffnung, der Trecker findet das alleine, weil das ist dann alles ein bisschen blöd. Macht er nämlich nicht. Schön finde, dass das hier aus Stoff ist. Das stimmt. Ja. Finde ich aber wohl noch blöd, wenn du dreckig hier reinsteigst. Geht nicht sauber. Ja, ist blöd zu reinigen. Also keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit. Haben wir kein Fendt. Aber es ist auf jeden Fall bequemer. Obwohl vom Wetter her eine richtig schön durchwachsene Woche hier gewesen, ne? Ja, richtig. Also so richtig Sommer, das wollen wir nicht. Nee, das stimmt wohl. Mal sehen, vielleicht gehen wir noch im warmen Herbst. Ja. Am besten immer warm. Ja, im Winter immer oder was? Warm. In der Freilich. Außer zu Weihnachten, da kann es mal kurz. Ach, ja, eine Woche Schnee und Frost. Na klar. Aber dann wird es wieder warm. Also wenn es soweit ist in Deutschland, ja, dann kann ich ja an der Antarktis fahren. Da haben wir denn gemäßigte Klimazone wahrscheinlich.
stimmt. See that I'm dancing next to you.